So, okay, für unsere Spiele hatten wir ausgerechnet, dass alle den gleichen Erwartungswert 2 haben, aber wir wollten gerne trotzdem unterscheiden, wie viel risikoreicher dieses hier ist als das oder ob eine Zahl für die Risikoreichheit oder für die Interessanz oder für die wie aufregend ein Spiel ist. Und da gibt es jetzt, verwenden wir einen Standardtrick in der Mathematik, und zwar zeichnen wir diese Sachen in ein Koordinatenkreuz ein. Ja, dies hier sind einfach, wir fassen eine Zufallsvariable auf als Vektor. Ja, Vektor mit 2 Einträgen. Hier 2, 2, hier 4, 0, hier 6, 10. Und das kann man eintragen in ein Koordinatenkreuz. Hier ist 1. Also unser erstes Spiel ist hier bei 2, 2. Das ist unser x1. Das langweiligste Spiel. Dann haben wir hier 4, 0. Das ist hier unser zweites Spiel. x2. x2, so. Und dann haben wir unser drittes aufregendstes Spiel bei minus 6, 10. Also minus 6 ist hier, 10 ist da. Also das ist unser x3. So, und das Erste, was einem auffallen könnte, ist, dass diese drei Sachen auf einer Geraden liegen. Ja, und was ist das für eine Gerade? Ich zeichne die mal ein. Hier. Und was ist das für eine Gerade? Das sind gerade alle Spiele, die den Erwartungswert 1 haben, 2 haben. Alle Spiele. Mit Erwartungswert von x gleich 2. Ja? Deswegen, weil die drei alle den gleichen Erwartungswert haben, liegen sie alle auf einer Geraden. Ja? Hätten wir jetzt zum Beispiel das Spiel 0, 4, das wäre auch hier, ne? Wenn ich 0 gewinnen würde bei Kopf, aber dafür 4 mal Zahl, das wäre auch hier auf dieser Geraden. Und so hat man unendlich viele Spiele, die alle den gleichen Erwartungswert haben. Hätte man einen anderen Erwartungswert, zum Beispiel Erwartungswert 0, dann wäre es diese Gerade. Oder Erwartungswert 1 wäre diese Gerade und so weiter. Ja? Also man unterscheidet ja zunächst nach Erwartungswert, aber wenn alle gleich sind, dann sind sie hier auf dieser Geraden. Okay. So, und die wollen wir jetzt rausfinden oder bewerten, wie aufregend ein Spiel ist. Ja, die Idee ist, man nimmt den Abstand vom langweiligsten Spiel. Ja? Hier ist der langweiligste, das ist das Spiel. Ja, und wie weit von diesem langweiligsten Spiel ist dieses hier? Na, da habe ich jetzt dieses Stückchen hier. Ja? Von hier bis hier. Der Vektor dieses minus das. Ja? Dieser Abstand hier. Wie groß ist der Abstand? Ja, Abstand zum langweiligsten Spiel. Sichersten Spiel, ja, langweiligsten Spiel. So, ja, wie viel ist das? Da können wir ausrechnen mit Pythagoras. Das sind 2, 2, also muss ich rechnen 2 Quadrat plus 2 Quadrat und daraus die Wurzel. Wie viel ist das? Ja, das ist dasselbe wie 2 Quadrat mal 2 und daraus die Wurzel. Und dann ziehe ich vorne die Wurzel und hinten lasse ich stehen. 2 mal Wurzel 2. Ja, das ist der Abstand. Ja, ich habe vielleicht noch vergessen zu sagen, wie die Achsen heißen sollen. Hier habe ich mein x als Variable von Kopf eingetragen und hier habe ich mein x von Zahl eingetragen. Ja. Okay, also. Dieses Spiel hat den Abstand 2 mal Wurzel 2 vom langweiligsten Spiel, während dieses hier, dieses deutlich aufregendere Spiel, von hier bis hier. Wie ist da der Abstand vom langweiligsten Spiel? Na, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ja, also es ist die Wurzel mit Pythagoras aus 8 Quadrat plus 8 Quadrat. Das ist dasselbe wie 8 Quadrat mal 2, daraus die Wurzel. Und das ist dasselbe wie 8 mal Wurzel 2. Also was sehen wir? Ja, mit dieser Abstandsberechnung ist, dass dieses Spiel viermal aufregender ist als dieses hier. Also x3 ist viermal. Ja, also man den Abstand vom langweiligsten Spiel. Das ist ja auch gut, weil das langweiligste Spiel hat als Abstand von sich selbst 0. Dann kommt also auch noch als Risiko für das langweiligste Spiel auch 0 raus.
Okay, also so kann man solche Spiele vergleichen, die den gleichen Erwartungswert haben. Ich will Ihnen im nächsten Video noch erklären, was man machen muss, wenn das mehr als zwei Sachen sind. Ja? Das haben wir jetzt nur für zwei, Kopf oder Zahl, aber wenn es jetzt ein Würfel ist mit sechs oder so, dann muss man noch ein bisschen was anpassen. Das erkläre ich Ihnen im nächsten Video.